Hallo. Wie klingen Tomaten? Hoppla, das klang ja schon ganz gut, aber es geht noch besser. Seit 2001 geht man an der Musikschule Tomatenklang im Prenzlauer Berg der Frage nach, wie Tomaten klingen. Yeah, Tomaten können nicht nur klingen, sondern auch grooven, schauten, Beatboxen und was weiß ich für Geräusche machen. Man glaubt es kaum, Tomaten können die unterschiedlichsten Klänge produzieren. Und wie aus den Klängen Musik wird, lernt man bei Tomatenklang. Nicht nur Kinder lassen hier Tomaten klingen. Auch Erwachsene werden unterrichtet. Ich zum Beispiel habe bei Tomatenklang das Flötenspiel erlernt. Ja, wie schön. Spaß am Instrument muss sein. Und mit etwas Übung klingt das sicher bald so gut, dass man die Tomaten von den Ohren nehmen kann. Beim großen Sommerkonzert, beim Weihnachtskonzert, in der Erntewoche und bei vielen Vorspielen zeigt sich, wie gut die Tomaten gehegt, gegossen und gestreichelt wurden. Musizieren vor Publikum spornt an und macht Freude. Die größten, die kleinsten, Bands, Solisten und Ensembles stehen auf der Bühne. Tja, so klingen Tomaten. Ganz prächtig, oder? Ganz prächtig. Appetit auf Musik. Auf Wiedersehen bei Tomatenklang.